Ich werde mir die Lambert's Chocolate Cookies Kollektion einmal anschauen und euch meine Favoriten davon vorstellen, denn ich denke, jeder hat so in gewisser Weise seinen Favorit aus diesen Sammlungen. Und wir gucken natürlich auch ein bisschen auf die Qualität, die man hier für 5 Euro bekommt, bei 500 Gramm, was für ein Markenprodukt, der sogar fast schon akzeptabel ist. Und ich muss vorneweg sagen, ich habe ehrlich gesagt aus Versehen die falsche Packung gekauft. Ich habe einfach irgendeine Lambert's Keks Kollektion gekauft. Ich wollte eigentlich die haben, wo auch diese Röhrchen bei sind. Denn das sind eigentlich die geilsten. Da kommen wir bei Gelegenheit aber vielleicht noch zu. Hier sind auf jeden Fall auch ein paar sehr leckere Kekse drin. Alles wie gesagt mit Schokolade, 12 verschiedene. Und ich würde sagen, die gucken wir uns jetzt mal an. Einmal ganz kurz hier die Sorten beschrieben. Schokotaler, feines Gebäck, weiße Schokolade überzogen, veredelt mit Zartbitterschokolade. Coco Fleur, mein Favorit unter anderem. Zartes Gebäck mit Zartbitterschokolade und Kokosraspeln, vor allem Kokosraspeln. Kokosraspeln mit C. Nocciola, nicht so ganz Neapolitaner, ja auch nicht. Sonnenkeks, schon wieder sehr geil, weil es einfach so ein Art Butterkeks ist. Mit Dickschokolade drauf, Schokotaler, das ist mir alles hier so zu ähnlich. Auch das hier, das Kaffeestäbchen mit Kaffee abgeschmeckt. Das hier optisch absolutes Highlight. Karamellherz, auch nicht schlecht. Dann Chockies, Kakaomöhregebäck, auch hier Schokolade, Schokolade. Donner, Vollmilch, nie gehört. Zartes Gebäck, Vollmilchschokolade und auch hier das Keksstäbchen. Hey, warum ist denn dieses Scheißding schon angelaufen? Wie lange ist denn das haltbar? 28.02.2025. Ja, also Herr Lamberts, ja. Dass das hier angelaufen ist, ist ja schon ziemlich räudig. Also es lag nicht an der Lagerung bei mir. Vielleicht ist es woanders gelagert. Also wenn man jetzt den Hersteller anschreibt, wird er sagen, ja, falsch gelagert beim Händler, in dem Fall Edeka. Und Edeka würde sagen, falsch gelagert beim Hersteller. Tja, einer von euch hat's verkackt. Und ich persönlich würde behaupten, das kommt aus der Fabrik eher. So, also das ist hier schon angelaufen. Das sieht scheiße aus. Das gefällt mir nicht. Auch hier, da ist ja nicht die Schokolade nicht richtig temperiert. Hier hat das geklappt. Hier nicht, hier ist okay. Hier auch, die mag ich übrigens auch ganz gerne, weil die so schön platt sind. Und das hier sind die allerschönsten. Blick auf die Zutaten. Ja, da wird man die üblichen Verdächtigen finden. Wir haben Weizenmehl, wir haben Zucker, wir haben pflanzliche Fette, Palmen und Kokos. Und das ist das, was wahrscheinlich im Keks jeweils selbst drin ist. Also nicht die Schokolade, vielleicht ist es ein bisschen zugemengt. Ja, aber hier halt, oder hier in dieser Creme zum Beispiel. Aber hauptsächlich werden wir hier halt eben, ja, das sieht man an der Position der Zutaten, halt diese nicht ganz so schönen Zutaten haben, statt irgendwie eine ordentliche Margarine, die natürlich auch aus pflanzlichen Fetten besteht, oder Butter, viel zu teuer, ist nicht drin bei dem Preis, ist halt das drin. Kakaomasse, Kakaobutter, Vollmilchpulver für diese Dekos, für die Schokolade, Farinzucker, das ist eine spezielle Art von Zucker, Süßmolkenpulver, Invertzuckersirup ist auch Zucker, Magermilchpulver ist irgendwie auch Zucker, aber wird natürlich auch für den Geschmack genommen. Butter reinfällt, Kokosraspeln und viele andere Zutaten. Also die wichtigsten Zutaten, Zucker, Kakaobutter, Palmfett, Kokosfett und sicherlich werden wir hier auch Aromen drin haben. Hier ist zum Beispiel auch Kaffeepulver drin, natürliches Aroma vom Ei ist hier auch ein bisschen drin, allerdings recht weit hinten von den Zutaten, wobei hier haben wir auch nochmal Volleipulver. Also das ist das, die Nährwerte, das ist natürlich übereinander gerechnet. Die Kekse werden aber alle ähnlich sein, Zucker und Fett. Ich bin einmal umgestiegen, weil es da hinten irgendwie wieder so laut war. Außerdem hat sich irgendeiner der Nachbarn eine Kippe angemacht und da hatte ich keinen Bock drauf. Also die Favoritenkekse, mit welchen fangen wir jetzt hier an? Mit welchen fangen wir an? Wir nehmen dieses hier nochmal, diese ganz dünnen. Welche war das nochmal? Donnervollmilch. Die schmilzen auch richtig schön. Innen auch so ein bisschen, ich hoffe, das kann man jetzt sehen, weil die so dunkel sind. Innen drin, richtig schön dünn gebacken. Boah, wisst ihr, wollen die mich erinnern? Innen drin an so Spekulatius. Die haben so ein bisschen was Spekulatius-Gewürzmäßiges. Steht zwar nicht drauf, aber die haben was davon. Die haben auf jeden Fall was davon. Und bei diesen Standardkeksen, da muss ich euch sagen, da bin ich halt einfach kein riesen Fan von. Das sind normale Kekse. Aber da würde ich jetzt, ne, wobei ganz ehrlich, ich glaube, recht schmierig außen, ja, schmilzt aber gute Schokolade, innen recht mürb, aber das ist für mich, der schmeckt ehrlich gesagt nach 0815. Ja, ein wichtiger Faktor bei diesen Keksen ist, dass es schön aussieht, aber
der schmeckt dann halt auch wirklich so, der könnte genauso billig irgendwie vom Discounter sein. Also das ist nichts Besonderes. Ja, und das ist bei der Vollmilch-Variante ganz genauso. Übrigens, zwei Stück sind hier drin. Ich zeige euch gleich auch nochmal, wie hier gerne beschissen wird. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt gleich zeigen kann. Weil man hat, wie soll ich das zeigen? Man hat hier drin so Böden, also man hat hier die Fächer drin und unten sind dann Böden, die so den Inhalt hoch, also den Inhalt haben. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel, dass hier so Plastik ist und damit wird der Inhalt gefaked. Damit wird quasi alles auf eine Höhe gebracht, ja. Aber gleichzeitig wird damit Inhalt gefaked, weil sonst müsste man es ja ganz runterlegen, dann sieht man, dass weniger drin ist. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass einfach verschiedene Formen drin sind und dass dadurch die Verteilung ungefähr gleich ist. Und also weil die hier zum Beispiel hochkant drin sind. Deswegen muss diese Tiefe die Packung auf jeden Fall haben. Man hätte sie ja vielleicht auch so legen können. Also ich bin nicht sicher. Vielleicht ist es nicht nur Gaunerei und nur ein bisschen. Könnt ihr mir mal gerne schreiben, wie ihr das seht. Jetzt nehmen wir noch dieses Herzchen hier. Das schmilzt alles. Für mich ehrlich gesagt ein bisschen zu schnell. Und auch so ein bisschen 0815 Karamellherz. Da könnte dieser Fariszucker oder wie der hieß, drin sein. Das schmeckt nämlich so ein bisschen nach Karamellzucker. Ich glaube, das ist nämlich sowas. Farinzucker. Ist das nicht sowas? Ich glaube schon. Ist das nicht so feiner brauner Zucker oder so? Ist okay, ist okay. Wir kommen aber jetzt zu meinem Highlight. Und ich will sagen, oft mag man das, oder ich das am liebsten, was am schönsten aussieht. Dieses Ding hier und der Kokoskeks. Und gar nicht mal wegen der Seite, sondern wegen der. Ich finde diese ästhetische Bräunung so fantastisch. Guckt es euch mal von innen an. Schneeweiß, butterzart. Aber so schön angebacken am Rand. Mmh. Lecker. Man muss zwar sagen, der Teig selbst, der Keks selbst, vom Topping abgesehen, also gut, man hat auch das mit Karamell oder mit Kaffee, aber insgesamt finde ich, das schmeckt ziemlich austauschbar. Also da sticht nichts wirklich hervor. Das ist alles, ich meine, es sind alles Keks, es ist alles mit Schokolade, deswegen, wie unterschiedlich soll es sein? Da muss man sagen, vielleicht lieber drei Kekse weniger reinmachen, die dafür so ein bisschen mehr individualisieren, so ein bisschen mehr Pep überall reinmachen. Viele Leute mögen natürlich so Standardkekse, ich finde es tatsächlich ein bisschen boring. Aber das hier ist optisch eine ganz feine Sache. Ups, jetzt ist der Schokolade auf den Stuhl gefallen. So sieht das aus. Hier hat man einen wunderbar knusprigen Keks. Hey, die Schokotafel fällt ab. Schön knusprig. Wenn ich mal die Schokolade so pur probiere. Schmeckt wie ein Keks mit Schokolade. Ehrlich gesagt, nicht mal ein sonderlich guter Keks. Irgendwie so ein Butteraroma hat man da nicht. Das ist schade. Schokolade ist jeweils okay. Und können wir dann doch nochmal diesen weißen hier nehmen. Auch so ganz mürb innen drin. Ja, ehrlich gesagt. Ich überlege jetzt, wie man das Ganze am besten zusammenfassen kann. Mal was von dem Neapolitaner hier. So sieht der aus. Nee, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es ist optisch schön, aber ich finde wirklich, irgendwie jeder Keks ist irgendwie gleich. Egal wie sie aussehen. Irgendwie sind sie alle gleich. Ja, auch wenn es andere Zutaten sind und teilweise andere Aromen, irgendwie ist das alles zugleich. Und es ist nicht besonders. Die Packung hat 500 Gramm, kostet 5 Euro. Was soll ich erwarten? Ich bekomme dafür Kekse, die ganz okay schmecken, die schön aussehen, die man schön auf den Tisch stellen kann, wo sich jeder mal einen Keks von nehmen kann. Dafür ist das völlig ausreichend und völlig in Ordnung. Aber wenn man sich mal so ein bisschen durchprobiert hat, dann macht sich, denke ich, Ernüchterung breit und dann ist man einfach ein bisschen enttäuscht. Dann wird da einfach zu wenig Abwechslung geboten, meiner Meinung nach. Wie ihr das findet, das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Lamberts Schoko Cookies, eine Keks-Collection, die man machen kann, alles aber auch sein lassen kann. So zumindest mein Fazit. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao.